Also wenn ich den Senat hier richtig beurteile, sieht er es auch als Stadtentwicklungsthema und nicht so sehr als Wissenschaftsthema, aber das kann ja die Diskussion im Parlament noch ändern. Meine Damen und Herren, Herr Präsident, es ist nicht lange her, da erschien die Potenzialanalyse für Bürohochhäuser 2015 des Analysten Bulwin Geser mit dem schönen Titel Berlin im Wandel, kreativ, innovativ und hoch? Darin findet sich auch folgende Aussage, Zitat, Hochhausplanungen sind wieder interessant, besonders prominent stellen sich dabei die Entwicklungen in der City West dar, Zitat Ende. 2012 wurde das Zoofenster mit knapp 120 Metern Höhe fertig. Derzeit entsteht daneben das annähernd gleich hohe Upper West. Ideen für weitere Hochhäuser im Umfeld sind publik und umstritten, zum Beispiel von Langhoff-Architekten zu einem 209 Meter hohen Turm direkt auf dem Hardenbergplatz. Ähnlich kontrovers verlaufen sporadische Debatten um ungefragt erstellte Planungen von Kleihus oder Planungen zum Stadtquartier am Bahnhof Zoo, deren Auftraggeber anonym bleiben will. Das betreffende Grundstück ist übrigens besser bekannt als ehemaliger Standort für einen Aussichtsrat und dezidiert Bestandteil Ihres Antrags. Hier seien 6 Hochhäuser von 63 bis 161 Meter Höhe denkbar. Dem Senat stellte ich im Mai 2015 die Frage, trifft es zu, dass über eine mögliche Hochhausbebauung auf dem Grundstück Gespräche bzw. Verhandlungen mit Senat oder Bezirken stattfinden? Und der Senat antwortete seinerzeit, Verhandlungen über mögliche Hochhausbebauungen haben nicht stattgefunden. Auch die auf Initiative des Architekten Kleihus veröffentlichten Planungen wurden nicht ernsthaft in Erwägung gezogen. Zitat Ende. Ich nehme an, dass mit dem vorgelegten Antrag der Koalition genau solche Verhandlungen vorbereitet und geführt werden sollen. Und wenn das nicht so ist, können Sie mich im Ausschuss ja vom Gegenteil überzeugen. Nicht unwichtig in diesem Zusammenhang ist auch die Frage nach Planungszielen. Als ich den Senat im Juli 2015 nach Leerständen bei Büroraum und dessen Erfassung bzw. Beobachtung fragte, teilte er mir mit, dass ihm aktuell keine Bedarfsanalysen für Büroflächen vorliegen und über Leerstände wisse er auch nichts. Nun liegt uns also dieser Antrag vor und ich kann beim allerbesten Willen nicht erkennen, wohin die Koalition stadtentwicklungspolitisch zu steuern versucht und das noch dazu transparent und ergebnishoffen. Was wird denn mit dem bestehenden Masterplan, nachdem ja aktuell diverse Investitionsvorhaben vorbereitet werden? Ich will daran erinnern, dass wir vor längerer Zeit im Stadtentwicklungsausschuss die Rekommunalisierung des Aussichtsgratgrundstückes einvernehmlich gefordert hatten. Als Angebot für die benachbarten Universitäten, für An-Institute, Studentenwohnen, universitätsnahe Ausgründung, ein zweites Adlershof quasi, das wäre doch eine Idee für den Ort. Aber das will der Antrag zur Aktualisierung des Masterplans Universitätscampus City West als städtebauliches Konzept offenbar nicht. Oder vielleicht doch? Wohin soll es führen, über die Zukunft des Schlüsselareals nachzudenken, neue Impulse aufzunehmen und das Potenzial im Umfeld der City West und die dort erkennbaren positiven Entwicklungen weiter voranzutreiben? Will die Koalition vielleicht doch der Immobilienlobby ein Geschenk machen? Im Antrag wird nicht einmal die Einbeziehung der Stadtgesellschaft insgesamt in die Weiterentwicklung des Masterplans gefordert, wie derzeit am Alexanderplatz und bei der Berliner Mitte. Dabei ist die City West doch eines der Zentren der polyzentralen Metropole Berlin, zu deren Gestaltung eben dann nicht das Regionalmanagement City West einzuladen hätte, sondern selbstverständlich der Stadtentwicklungssenator und gern auch die Wissenschaftssenatoren und die Senatsbaudirektorin. In Schmargendorf und anderswo drohen aktuell Mietsteigerungen von 40%. Denkmalwerten Wohnhäusern aus den 70er und 80er Jahren in Charlottenburg droht der Abriss. Die Kleingartenkolonie Oeynhausen soll bebaut werden, weil Herr Henkel, die SPD und die CDU es so wollen. Und nun will die Koalition offenbar den inzwischen üblichen Nutzungsmix aus Büroflächen, Hotels und Luxuswohnungen auch am Zoo ermöglichen. Dazu passt, dass Eigentumswohnungen mit durchschnittlich 5.330 Euro pro Quadratmeter inzwischen zu Rekordpreisen angeboten werden in eben dieser City West. Deshalb stehen wir dem Antrag extrem skeptisch gegenüber, weil eben nicht erkennbar ist, dass es der Koalition tatsächlich um den Campus der Technischen Universität und der Universität der Künste und um die dortigen Nutzerinnen und Nutzer geht. Lassen Sie uns also gemeinsam über die Zukunft der City West als zentralen Ort für alle Berlinerinnen und Berliner diskutieren, als Ort von Wissenschaft, Kultur und buntem städtischen Leben, zu dem in dem sprichwörtlichen Charlottenburger Cocktail auch Wohnen gehört. Vielen Dank.